kann sie nicht filmen. Ich nehme jetzt einmal die Kamera weg. Hallo Leute, es ist der Abend vor dem Flug nach Miami. Fahren wir im ersten Formel 1 Job. Ich mache mir gerade das Essen von gestern, die Reste. Das Traum war ich mir warm. So, ich mache meinen Koffer an. Ich habe ein paar Sticker schon drauf gemacht, weil ich sonst fand, der sah nicht so gut aus. Aber der ist so praktisch. Dieser Koffer ist insane. Es ist einfach ein Schrank, den man mitnehmen kann. Wie cool ist das mit den ganzen einzelnen Fächern hier? Also, letzte Stunden hier und in ein paar Stunden muss ich dann schon zum Flughafen nach Frankfurt. Oha, das sieht nicht schlecht aus. So schön habe ich noch nie einen Koffer gepackt. Easy. 22 Kilo Koffer. Es ist einfach 4 Uhr morgens, selbst im Kölner Hauptbahnhof ist nichts. Lange kein Mann noch mehr so leer gesehen. Was ist passiert, Leute? Ich habe hier 7 Stunden geschlafen. 7 Stunden. Ich habe immer gegessen. Aber wir sind gleich da. Alright, Leute, welcome to Miami. Aber ich bin alleine, denn mein Koffer ist nicht geschafft. Der ist irgendwo in New York stecken geblieben. Da sind wir, ohne Klamotten in Miami für eine Woche. Hey! Ich habe ansonsten echt gar nichts. Habe ich schon mal hier häuslich eingerichtet mit Schnitt. Da muss ich nämlich auch noch ran. Hoffen wir, dass der Koffer schnell wieder auftaucht und dann sehen wir uns morgen wieder. Nein! Mein Gepäck ist nicht da. Guten Morgen, Sonne ist gerade aufgegangen. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich bin noch in den gleichen Sachen. Und ich muss jetzt los. Ich muss drehen den ganzen Tag für Sky. Das ist das, was Sonntag im Fernsehen läuft, vor dem Formel 1 Rennen. Und ja, das muss ich jetzt in den Sachen machen, in denen ich gestern noch im Flugzeug geschlafen habe. Nice. Ja, schönen guten Morgen aus Miami, Jungs. Habt ihr gut ausgeschlafen? Ja, geht. Sind fit. Du? Seid ihr alle fit, ja klar. Absolut. Ralf, gut geschlafen? Ja, ja, ein Traum. Deswegen hat er auch die Brille auf. Also, Miami, 8.30 Uhr in der Früh auf dem Stand-Up-Paddleboard einmal. Hier über den Ozean, ein bisschen am Strand entlang schippern. Das hat schon was. Nur warm ist es und hohe Luftfeuchtigkeit. Mein Retter in der Not war Peter, ja, denn ich habe ein Shirt von ihm bekommen. Nur jetzt waren wir gerade eben ein bisschen am Strand schon unterwegs. Ein bisschen Sport auch gemacht. So soll das Ganze nicht aussehen. Das American Way is up to a down. Hammer hier. Nicht schlecht. Gewonnen, aber Sascha hat sich verletzt. Miami ist gefährlich, nicht nur Polizei, sondern auch Sport, ne? Hamstring, Oberschenkel. Macht total zu. Schwitzen richtig, ne? Dein Shirt ist jetzt durch. Also ja, du brauchst ein neues, habe ich verstanden. Ich habe auch ein bisschen was, Hast du ein paar im Koffer? Felix. Ich hoffe nicht, dass das deine Dauertaktik dann ist, jetzt die nächsten Wochen auf. Ist ja nicht nur hier dabei, in Wirklichkeit habe ich gar keinen Koffer. Aber Schweiß läuft dir wirklich die Stirn runter. Es ist brutale Luftfeuchtigkeit hier. Ralf, du hast das für mich gefunden? Ja, genau. Was denn? Ja, perfekt. Die Socken sind absolut perfekt für dich, nachdem du eh kein Gepäck hast. Also rein da. Und ja, diese Socken mit Miami drauf. Die müssen sein. Schauen wir mal, ob wir die bekommen. Bitte. Ah, perfekt. Das sind allen Farben. Da wäre noch was für dich. Du kannst ja gleich so eine frische Urna-Box kaufen. Wenn du schon dabei bist. Aber noch gar nicht, du hast recht, ja, ja. Ihr habt ja recht. Also die Unterhose darf jetzt nicht fehlen. Ich hätte ja ausgelacht, aber... Das Einzige, was es gibt, sind Länderboxershorts, also USA dann, ne? Ich krieg die Bilder nie mehr los. Neuer Mensch. Neue Socken. Neue Boxershorts. Neues T-Shirt. Fresh. Oh, danke, Ralf, dass du diesen Laden gesehen hast. Und du hast aber auch groß zugeschlagen. Ja, ich
fand ich so witzig. Ah, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Aber natürlich nichts gegen mein T-Shirt. Ne? Oh, stark. Oh, und hier sind die Bewohner von Miami. Was hast du da entdeckt? Wird das gefährlich jetzt, Felix? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das... Also... Das ist ein interessanter Kollege. Also tierische Bewohner vor Wolkenkratzern in Downtown. Dann hier hinten auf der Yacht Party People. Das ist Miami, alles auf einmal. Und neben dem entspannten Teil von South Beach hast du hier eben auch Miami Downtown, wo es die größte Konzentration an internationalen Banken in den ganzen USA gibt. Ganz viel Handel findet hier statt, eben auch Richtung Lateinamerika in die Karibik. Also ja, wichtige Stadt Miami. Yes, Leute, mein Kopf war auf mich hier gewartet im Hotel. Er wurde dahin gebracht. Oh, ich habe sogar so eine kleine Entschuldigungskarte bekommen. Please accept our sincere apologies for the delay in reuniting you with your personal belongings. Ach, schön. Aber das Wichtigste, hat er so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Einmal Reißverschluss, komplett aufmachen. Und... Oh, sieht stark aus, trotz Delay und allem. Auch hier unten. Das ist schon mega cool. Ich kann jetzt einfach hier ein T-Shirt rausnehmen, aus meinem Schrank und wieder reintun. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das feiert, oder? Schau, ich rolle jetzt einfach meinen Schrank hier hin und dann liegen hier alle meine Sachen. Ja, wahrscheinlich freue ich mich vor allem, weil alles weg war. Und hier ganz unten habe ich auch mein Mikrofon für den Podcast. Ach, frische Sachen noch. Es ist so schön. Jetzt, Ja, französisches Team, Champagner, passt perfekt. Nehmen wir mit hier. How do you like Miami? It's awesome. I mean, it's treating us well. Williams hat hier ein Auto von einem Street Art Künstler bemalen lassen. We need this car, this paint job on the real race car. Definitely. Sir's doing a great job. I'll find you. Jedes Hotel einer anderen Farbe hier, jedes Restaurant anders beleuchtet am Ocean Drive und auch hier Rolls-Royce, AMG GT. Ferrari 458 Italia, noch ein Rolls-Royce, Mercedes SLR. Wenn man ganz casual wieder hier an der Straße geparkt und Ferrari steht, dann weiß man, man ist in Miami. Bisschen Wunderkerze, bisschen amerikanisches Steak hier noch essen. Ich würde sagen, das ist ein ordentlicher Abschluss. Und so sieht's hier im Fahrerlager aus, Leute. Ich war den ganzen Tag unterwegs, leider darf ich euch nicht alles zeigen, aber ich habe rausgefunden, wo die Fahrer alle ihre privaten Räume haben. Und zwar hier drin, im Stadion. Und wisst ihr was, wir versuchen jetzt einfach mal da reinzukommen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, was wir irgendwie dafür... Du kannst hier nicht filmen. Und ich nehme dir jetzt einmal die Kamera weg. In 5 Minuten kriegst du die wieder und dann denkst du jetzt einmal drüber nach. Dino Felix von der Leyen. Who's that guy? He's a YouTuber from Germany. I like him, but he tried to film like in here, in the internal stuff, you know? Kind of. I like this. Yeah, how are you, my friends? Mommy. Hello, you almost. Is that camera still running? you all are the worst actors. Liebe Follower von Felix von der Laden, so sieht so ein Raum aus. Das ist Antti. Antti kommt aus Finnland. Das ist Valtteri, der kommt auch aus Finnland. Das ist Tiffany, der kommt auch aus Finnland. Und das ist Paul. Nee, die kommt nicht, die kommt aus Australien. Hier liegt die ganze Zeit irgendein Quatsch rum. So ist das. Can I show this in the internet? Und hier sind die sweaty, durchgeschwitzten Sachen von Mr. Bottas. Das ist alles hier wie so eine, ja, man würde sagen, eine VIP-Loge. Super, ne? So, also like und subscribe, wenn ihr mehr auf dem Channel hören wollt. Ich muss los. Ne? Das ist, wie es ist. So, hast du jetzt was Gutes aufgenommen oder nicht, Paul? Ich habe am Ende, ich habe die Kamera noch ein bisschen laufen lassen, aber ich habe noch eine kleine Roomtour gemacht. Das macht man ja so durch Valtteris Raum, weil das Abgefahrene ist, dass es ja wie so eine Loge ist, die eigentlich normalerweise ins Stadion reinschaut. Ja. Das ist quasi der Backstage-Raum von den Fahrern und das habe ich ein bisschen gezeigt. Guckt ihr mal auf der Speicherkarte einfach an. Ja, ihr habt es jetzt ja wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ja, für den Behind-the-Scenes-Eindruck, lieber Paul. Und wenn ich jetzt rechtzeitig geschnitten habe, dann ist heute Abend Formel 1 live auf Sky, könnt ihr euch anschauen, Link und
wo ihr das alles gucken könnt und wie steht alles oben drin. Das ist auf jeden Fall der Ausgang hier, Leute, vom Fahrerlager vom Paddock. Wir machen uns auf den Weg. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.